Willkommen zurück zu Dishonored. Wir sind beim Hound Pits Pub und man merkt schon, wenn hier dieser riesen Kerl rumläuft, die Erde bebt. Au, au, au. Okay. Wenn ich warte, bis der wieder weg ist, weil der läuft ja, glaube ich, komplett um die Ecke rum. Dann können wir... Dann können... Wer, der hat mich jetzt fast gesehen hier. Ach du Scheiße, der läuft hier hoch. Okay, hier sind zwei. Moment. Scheiße. Also seid ihr schon da hier? Ja, das war jetzt nicht geplant. Und ich bin tot. Ja, okay, ich hab jetzt nicht gedacht, dass der da runterkommt. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Nun gut, dann... Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Jo, das haben wir alles schon gehört. Das kennen wir bereits. Ich habe gedacht, ich habe das Spiel nochmal abgespeichert, aber anscheinend nicht. Nun gut. Ja. Das ist schön. Hey. Hau ab. Armes Kind. Ich hoffe, sie hielt die Augen zu. Der Admiral sagte, Morton habe recht. Sie sprachen wohl darüber. Haben Sie den Verstand verloren? Nee, ich will nur, dass du dein... Ich fürchtete, Lydia würde mich noch verraten. Lass mich... Hallo. Und starr. Lass mich... Dankeschön. Dankeschön. Mein Gott. Ins Gefängnis von Coldridge überführt, bis seine Strafe von rechtmäßigen Behörden festgelegt wird. Fuck! Alter! Nee, ne? Schnauze! Ich, Admiral Farley Havelock, empfange demütig den Mantel des Lord Regenten des Staates Crystal und all seiner kaiserlichen Besitztümer. Insbesondere der Hauptstadt Dunwall. Ich hoffe ähnlich, dass meine Amtszeit kurz sein wird, dass die rechtmäßige Erbin ihre Position in etwa einem Jahrzehnt antreten. Hallo? Wird. Ah, da unten ist nur einer. So. Hätten wir es dann? Ja? Gut.
Gut. Hier oben ist ja dann keiner mehr. Als Lord Regent beanspruche ich hiermit die Titel des Großadmirals der Flotte und des Oberkommandanten der Vereinigten Streitkräfte des Kaiserreichs. Das war jetzt nicht geplant. Ich werde deswegen jetzt auch mal hier kurz speichern. Und muss jetzt hier auch gleich mal ganz kurz einen Cut machen. Und ich bin gleich wieder da. So, Freunde, ich bin wieder da. Wir haben ja, glaube ich, gespeichert, ne? Ja, wir haben gespeichert. So. Und zwar um... Moment, das war... Ich drücke zum Beispiel auf Pause, falls irgendwo noch mal eine Wache jetzt um die Ecke kommt. Das war um 13 nach. Das heißt, das waren jetzt ungefähr 10 Minuten. Nur damit ich weiß, wo ich ungefähr den Cut machen muss. So. Da stehen, glaube ich, auch Wachen drin. Oh, ups. Oh nee. Ich würde jetzt am liebsten versuchen, alle platt zu machen. Ja, natürlich. Uh oh. Und gute Nacht. Und ruhig. Ruhig. Einfach die Klappe halten. Darfst du deinen Kompagnon... Gut. Okay. Moment. Wir speichern das Spiel, bevor wir jetzt hier wieder weiterlaufen. Nicht, dass ich die eine Wache dann doch noch irgendwie umdreht, aber ich glaube, dass er die ganze Zeit nur da stehen bleibt. Und Tschüssikowski. Sehr schön. Dann habe ich auch den, damit wir wenigstens hier keinen Krach veranstalten. Hä? Wo liegt denn jetzt der andere? Hä? Ja, der hat sich jetzt gerade in Luft aufgelöst. Nun gut. Wenn er will. So, was liegt hier? Emily. Ein Brief von Emily. Corvo, erinnerst du dich daran, wie ich dir von einem besonderen Bild erzählt habe, das ich für dich gemalt habe? Das hier ist es. Ich weiß nicht, wohin du gegangen bist, aber ich hoffe, dass du es dir ansiehst, wenn du zurückkommst und dass es dir gefällt. Ich würde es gerne mit zum Dunwall Tower nehmen. Heute Abend sind alle irgendwie komisch. Samuel hat Callista etwas über einen Signalwerfer erzählt, die sie benutzen soll, um ihn zu rufen. Er sagte ihr, die Tür zu meinem alten Turm abzuschließen. Ich habe gehört, wie der Admiral den anderen gesagt hat, dass wir heute Abend zu einem Leuchtturm auf King's Sparrow Island reisen werden. Ich hoffe, dass du vorher wieder zurück bist, Emily. Okay, finde Callista und Samuels Signal. Alter. Ich meine, da kann er jetzt schlecht im Haus sein, ne? 39 Meter. Okay, ich gucke mich jetzt aber hier noch ein bisschen um. Weil hier scheint ja keiner zu sein. Aber ich werde dann, denke ich, von
oben wieder runtergehen. Ich möchte nur gucken. Okay, hier sind dann die Zimmer. Alles klar, dann gehen wir wieder hoch. Und laufen von oben aus weiter zu Callista, denn das ist mir ein bisschen sicherer. Ich will da jetzt nicht so durchlaufen. Ich fühle mich dann... da so schon sicherer, obwohl ich kann noch hier... hier auch raus. Okay. So. Da unten. Oh ja, ja. Ja, klar. Das ist total leicht zu erreichen. Was passiert denn hier? Schutzklappe. Moment. Wir speichern erstmal wieder ab. Ich habe bei sowas immer ein bisschen meine Bedenken. Wenn es hier irgendwelche Hebel gibt. Ich bin so neugierig. Ah, unbenutzbar. Mhm. Hm. Ja, tolle Wurst. Hier geht's auch weiter. Gibt's hier drin irgendwas, bevor ich mir jetzt da die Mühe mache? Rune, sind 22 Meter. Das sind 12, 11, 10. Genau da drin in der Werkstatt. Okay. Turmschlüssel erforderlich. Okay. Callista ist tot. Ja, das hatte ja, glaube ich, die andere gesagt. Okay, 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 okay. Jetzt muss ich nur mal auf den Riesen aufpassen. Wo der hinläuft, weil dem möchte ich jetzt nicht genau in die Arme laufen. WTF? Was ist mit dem jetzt los? Ein Herumtreiber. Ja, alles klar. Darf ich ja aufpassen, dass ich nicht aus Versehen der Herumtreiber jetzt bin, ne? Da geht's nirgendwo rein. Gucken. Boah, ich hab wie viele Wachen hier rumlaufen. Ah, hier geht's runter. Aha, ich habe die Rune gefunden. Sehr schön. Das hätten Sie auch damals schon sagen können. Aber warum meinen Groll hier? Ich habe eine Frage. Wie soll ich denn zu Callista kommen? Wie soll ich das denn machen, bitte, ohne dass sie mich sehen?
hinten ist ja einer rumgelaufen. Ich weiß jetzt noch nicht. Ups, okay. Fuck, 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 fuck. Ach, scheiße. Ey, Leute, wieso... Wie soll ich denn da vorbeikommen? Das ungesehen. Ja, läuft genau von meinen Füßen auf und ab. Oh, scheiße. Wenn es jetzt nur die zwei Wachen an sich wären, dann könnte ich die ja noch schnell eliminieren, aber die zwei Riesen da, die sind ja jetzt nicht gerade einfach. Zwei drin, die sich hier fürchten. Würde ich aber auch bei den Riesendingern hier. Oh Gott, wie soll ich denn? Oh damn it, wie soll ich an denen bitte vorbeikommen? Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das jetzt hier machen soll. Go, 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 go. Hallo, Freunde. Brief an Callista. Callista, machen Sie sich keine Sorgen. Ich glaube, dass es immer noch Hoffnung für Emily und Dunwall gibt. Ich denke nicht, dass Corvo verschwunden ist. Ich werde den Fluss nach ihm absuchen. Aber wenn Sie von ihm hören, schießen Sie mit dem Signalwerfer, den ich in Emilys Turm versteckt habe, eine Leuchtrakete ab und ich komme zurück, so schnell ich kann. Halten Sie diesen Turm verschlossen und passen Sie auf sich auf. Emily wird Ihre Hilfe benötigen, wenn das hier alles vorbei ist. Samuel. Emilys Turmschlüssel. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, hi! Na! Oh, damn it! Lasst euch Zeit! Lasst euch Zeit, Leute! Lasst euch definitiv Zeit! Okay. Oh nein! Corvo, komm da bitte! Corvo! Corvo! Lass mich mal kurz vorbei. Wie weit geht die Kette runter? Weit genug, komm schon, komm schon, komm schon. Hoch, 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 da, 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 da. Nein, hoch, Corvo. Okay. Okay. Das war doch mal sehr ruhig und sehr diskret. Und so. Puh. Oh ja, dazu sage ich nicht nein. Ah, wunderbar. Sehr schön. Gut, so, was haben wir hier? Audiograph-Spieler. Samuels Signal. Keine Sorge, ich find dich schon. Okay. Samuel. Triff Samuel am Strand unterhalb von... Okay. Okay.
Okay, mach ich. Okay. Samuel, mein Freund. Dachte mir, dass Sie hier sind. Wer gegen Sie wettet, kann nicht gewinnen, oder? Habe das Signal gesehen. Wusste, dass Sie zurückkehren würden, Corvo. Wir sollten ablegen. Mir steckt was in den Knochen und wenn es die Seuche ist, dann kann ich nicht dafür garantieren, das Boot noch lange steuern zu können. Gut. Eine letzte Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm des Lordregenten. Soll wirklich sehenswert sein. Okay, das war's auch schon mit dieser Mission. Die Kaisertreuen. Gegner eliminiert 2 Leichen oder bewusstlose Personen, entdeckt 1. Allgemeiner Chaosfaktor insgesamt hoch. Sonderaktion, Emilys Bild gefunden. Rune 1 von 1 gefunden, Kochen-Artefakte gefunden 0 von 0, 0 von 0, 0 von 0 und Münzen gefunden 10 von 360. Gut, King Sparrow Island. Samuel hat gesagt, eine letzte Reise. Also wird das wahrscheinlich auch die letzte Mission sein, die uns bevorsteht. Die wir machen müssen. Da bin ich ja mal gespannt, wie es aussieht. Die Insel ist ein einziges Chaos. Wir haben wohl gekämpft. Vielleicht um Emily. Kurz nach der Landung. Ich wette, der Admiral hält sie irgendwo im Leuchtturm gefangen. Wenn Pendleton die erste Runde verloren hat, hat er sich vermutlich irgendwo verschanzt und ist dabei, sich zu Tode zu trinken. Ich vermute, dass Martin den Leuchtturm belagert. Jetzt wenden sie sich gegeneinander. Der Admiral ist machtgierig, Martin eine falsche Schlange und der edle Lord Pendleton ein Feigling. Und Sie? Ich bin etwas enttäuscht, Corvo. Es scheint, als wollten Sie besonders brutal sein. Die Reisen mit Ihnen waren interessant. Aber heute sehen Sie mich zum letzten Mal, Sir. Leben Sie wohl. Meine Hoffnung ist, dass Emily alles heil übersteht. Raus, Corvo. Ja, alles klar. Das ist aber nett, Samuel. Bin ja schon froh, dass du mich jetzt hier nicht abgemurkst hast. Gebietskarte. Ja, Moment, ich muss hier erstmal... Ah, ich bin voll ausgerüstet. Gebietskarte, aktueller Standort. Wir sind da. Und der Leuchtturm ist ganz auf der anderen Seite. Welch ein Wunder. Kann ich da einfach außen rumschwimmen? Das wäre am einfachsten. Ach du Scheiße. Ich muss das komplette Gebiet umgehen, um zu Emily zu kommen. Ach du Scheiße. Hafenseiten... Hafen... Was? Hafenseitiger Eingang? Strandseitiger Eingang. Haha, links, rechts... Was soll ich nehmen? Ich weiß es nicht, aber ich überleg's mir. Und ja, im nächsten Part machen wir uns daran, Emily zu retten. Bis dahin, ciao!